Hallo Welt, da sind wir wieder auf der Suche nach dem Abgabepunkt für unsere Aufgabe. Und zwar wollen wir jetzt nach Sunshine Tidings. Und zwar soll es dort ein oder zwei Siedler geben, die ganz glücklich sind, dass ein dritter Siedler nur, dass er zurückgekehrt ist. Und zwar wohlbehalten dank uns. Ich hoffe, er ist auch wohlbehalten zurückgekehrt, denn wir haben ihn ja nicht wirklich nach Hause gebracht, aber wir haben ihn befreit. Vor geraumer Zeit schon. Ja, und damit wir unten im Radar eben diese Aufgabe, was strahlt denn hier so? Curry, hast du? Na, schon gut. Ach, hier sind wir. Falsche Richtung. Ja, das ist verstrahlt hier. Wer steht denn da? Moment, wer ist denn das? Und lässt sich hier verstrahlen? Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Bethany, was machst du denn da? Moment, die kennen wir doch gar nicht, oder? Kennen wir? Ich kenne die nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sie zuordnen sollte. Haben wir denn... Ja, wir haben alles dabei. Haben wir denn Radix dabei, wollte ich gerade sagen, damit wir nicht ganz so stark verstrahlt werden. Radix. Ja, ein Redaway, weil wir ja schon gut verstrahlt sind und hinterher gleich ein Radix. Ach, eine Zufallsbegegnung und das hier? Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Interessant. Ach, hier waren wir doch schon. Dann handeln wir erstmal. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Ist das neu? Ich kann mich echt nicht dran erinnern, Bethany jemals getroffen zu haben, eine Ghoulfrau, die uns ordentlich was verkauft hier, wie man sieht. Ja, mal gucken, was für Schrott sie dabei hat. Tatsächlich, sie hat eine Ladung dabei. Wie schön. Bethany... Wir kaufen den, wir bezahlen auch den vollen Preis und... Investiert haben wir auch schon? Nein, haben wir noch nicht. Ah, das sagt uns doch, dass sie relativ neu ist. Vielleicht haben wir sie ganz am Anfang irgendwann mal getroffen. Nun, ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht haben wir sie aber auch noch nicht getroffen. Also investiert haben wir noch nicht. Das heißt... Wir haben sie dann zumindest später dann nicht getroffen. Aber was macht sie denn hier? Sollen wir ihr doch Wasser geben? Oh, da erzählen wir aber keine guten Preise. Vielleicht verkaufen wir lieber ein paar Sachen oder ein paar Waffen. Ja, ich denke, Waffen dürften es ruhig sein. Dann bekommen wir wenigstens einen Teil unserer Kronkorken wieder. Und sie hat dann auch gleich so ein paar Waffen. Die Impulssachen, die behalten wir ausnahmsweise mal. Irgendwann wollen wir das ja auch mal ausprobieren, was die so alles können. Die Kryo-Sachen auf jeden Fall auch. Aber die Molotow-Cocktails, ja, ich glaube, die können weg. Ha, der Paddelball. Ja, den behalten wir. Die Planke, da würden wir noch Holz rausbekommen. Aber weg damit. Der rote Prügler, na, den behalten wir auch mal. Splittergranaten. Ja, das kann sie alles haben. Die Mine, ja gut, jetzt ist sie weg. Springmesser, ja, wir haben ja noch nicht bestätigt, also von daher, Moment mal. Da war jetzt irgendwas so Wertvolles dabei, dass wir schon so weit sind. Ich dachte, wir würden jetzt alle unsere Waffen hier loswerden. Ach, da geben wir auch ein bisschen Trinkgeld. Das ist jetzt nicht so schlimm. Was war denn hier so wertvoll, was wir ihr gegeben haben? 24, naja, es war viel. Maschinenpistolen haben wir ihr 3 gegeben. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so viel wert. Naja gut, hat sie ein gutes Geschäft gemacht, ein bisschen Trinkgeld bekommen. Bethany, mehr können wir mit ihr nicht machen, oder? Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Aber natürlich. Ja, was nehmen wir denn noch? Was hat sie denn gehört hier? Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Nichts, das dich interessieren würde. So, und jetzt lass uns über dich und deine Gesundheit sprechen. Was gibt's Neues, Doc? Ich hab nichts, tut mir leid. Ich biete nur medizinische Behandlungen. Ja, und das hier im verstrahlten Tümpel, im Sumpf hier. Kein Interesse. Okay, entschuldige mich. Wohnt sie denn hier? Kann das sein? Curie ist auch ganz seltsam nach oben gegangen. Naja, wenn sie hier wohnt. Aluminium. Gefälliges Buch, das können wir irgendwann mal abgeben. Ah, Eichhörnchenbissen hat sie hier.
Ja, schade. Da hat sie gleich nichts mehr zu essen wohl. Wenn wir hier weg sind, wird sie verhungern. Und dabei essen wir sowas gar nicht. Wir bräuchten das alles gar nicht. Was? Infektion? Ja, da haben wir doch eine Ärztin unten. Wo ist hier eine Pumpe? Ich höre... Ach so. Curie rührt da. Geflickter Dreiteiler und... Ja, ich denke mal, das war's. Die haben das aber schön hier mit den Kinositzen. Oder Kinositzen mit Gurt? Ich glaube, das sind eher Flugzeugsitze oder so etwas. Wo ist sie denn jetzt? Infektion haben wir. Hey. Hier. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Mich heilen. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Da, wir sind infiziert mit irgendwas. Gesundheit wiederherstellen, bitte. Ich bin ziemlich mitgenommen. Du siehst eigentlich gesund aus, aber... Oh, Moment. Ja, das muss gerichtet werden. Fangen wir an. Doch noch entdeckt. Fertig. Und, gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Ah, die Füße tun weh. Wir sind überladen. Aber das müssen wir, damit müssen wir leben. Was müssen war's wir, müssen dann? Wir. Ab mit dir. Ja, das war Bethany, liebe Welt da draußen. Bethany. Oh. Jetzt aber schnell weg hier. Da dürfen wir uns jetzt aber auch von niemandem anspringen lassen. Ich dachte, ich hätte im Hintergrund ja da. Ist das die ja. Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Ja, Curie, und wir haben Hunger, Durst und sowieso. Also trinken werden wir wohl... Moment, Nudelschalen? Ach, so viele Nudelschalen? Ja, sonst dachte ich, wir trinken mal schön... In Sunshine Tidings? Die haben da ja Wasser. Oh, ist aber nicht sehr gut bestellt mit uns jetzt. Und es kann ja sein, dass wenn wir dort ankommen, dass dann Sunshine Tidings angegriffen wird. Das bedeutet, dass wir, wenn wir da dann getroffen werden, dann geht es uns wahrscheinlich noch schlechter als jetzt. Ja, so ist das wohl dann. Oh, Gunner ist wohl einer da. Ach ja. Nein! Es ist ein Gunner da. Einer hockt. Na, das sieht man ja gar nicht so richtig hier. Ohne Helm. Richtig, Curry. Bitte nochmal. Okay, wir haben Glück, es wird hier gerade nicht angegriffen. Aber irgendwie scheint die Stromversorgung nicht so ganz zu laufen. Die Geschütztürme, die sind doch aus jetzt. Da muss irgendwo was unterbrochen sein. Aber erstmal müssen wir trinken und uns... Nein, trinken brauchen wir gar nicht mehr. Uns dekontaminieren hier. Ach, wie schön, dass das Ding hier nicht mehr funktioniert. Ach, wir haben keinen Strom mehr. Moment. Ich kann einfach nicht verlieren. Das hat eigentlich noch Strom. Na, kein Wasser hier drin. Ein paar Kronkorken, aber... Wenn du zu viel trägst, könnte das zu einem Leistenbruch führen. Ja, Curie, sag mal, hat uns da jemand die Schaltung hier durcheinander gebracht? Das hier vorne leuchtet gar nicht. Das hat vielleicht keinen Strom. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Haben wir nicht noch irgendwo? Wir haben doch noch irgendwo einen Dekontaminierungsbogen hier. Da gibt's nichts als Ärger. Hier auch nicht? Oh, wir sind immer noch in der Gefahrenzone. Wir haben immer noch ganz schön Strahlung und könnten gleich eigentlich... Das zeitliche Segnen schon. Wollen wir aber gar nicht. Hier ist auch kein Dekontaminierungsbogen mehr. Nein. Das haben wir ja gut gebaut hier. Warum hängt das hier in der Luft? Waren wir das etwa? Wir wollten bestimmt noch irgendetwas drunter stellen, oder? Ja, dann waren wir das wohl. Was ist denn hier mit eurem Strom? Hier leuchten die Lampen. Ist doch alles gut eigentlich.
Ah, da unten ist schon derjenige, mit dem wir sprechen wollen. Oh, wo ist da hin? In letzter Zeit wächst hier alles. Hey, du! Hey! Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Na, du könntest mal gucken, was mit dem Strom los ist hier da. Hinten, da laufen sie auch schon auf dem Dach rum. Den Minutemen, sei Dank. Denkt immer daran, das alles ist nur wegen der Minutemen möglich. Das wissen wir. Deshalb unterstützen wir die Minutemen auch. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir in Zukunft helfen werden. Ja, super. Und wir haben sogar etwas bekommen. 100 Kronkorken nochmal dazu. Wir haben wieder gewonnen. Wir haben zwar keinen Durst, aber vielleicht hilft das ja etwas gegen die Verspannung. Ein guter Tag ist einer, der ohne leeren Magen endet. Bringt gar nichts im Moment, okay. Ah, wir könnten ja Redaway wieder nehmen, aber... Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Nein. Ach, dann gehen wir schlafen. Wenn wir schlafen, dann verlieren wir doch bestimmt auch Strahlung, oder? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal sauber... Funktioniert das so mit der Strahlung? Wenn man verstrahlt ist, einfach schlafen gehen. Das hilft vielleicht. Ja, Bethany. Das war ja mal eine Begegnung. Interessant. Vielleicht ist sie aber auch immer an der Stelle und wir sind nur nicht sehr oft da gewesen. Wir waren schon mal da, aber wohl nicht sehr oft. Und wir haben eine Händlerin damit, die sogar Ladungen an Desinfektionsmittel verkauft. Das finde ich doch ganz praktisch. Komm schon. Hoffentlich wird die Siedlung nicht angegriffen, wenn er hier so viel rechnet in der Nacht. Dunkelwasserbaustelle konnte sich selbst verteidigen. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren, der Hammer. Ja, muss ich mal machen, aber... Kennst du die Farm, die von Ghulen gestellt wird? Wahnsinn, oder? Nö, es scheint ja hier auch irgendwie zu klappen. Also wenn man durchläuft, geht da ja was. Ich kann einfach nicht... Diesen Spielautomaten... Ach gut, eigentlich hatte ich nämlich vor, in dieser Siedlung dann ein bisschen was abzulagern, abzulegen... Und zwar für die Kiste in die Kiste reinzupacken für Sanctuary Hills, aber da jetzt hier irgendwie der Dekontaminierungsbogen nicht so richtig will, schnappen wir uns unsere Curie und brechen auf zur nächsten Siedlung. Mal sehen, was uns so erwartet auf dem Weg. Ach komm, wir können doch nicht die ganze Zeit hier so mit pochendem Herzen rumlaufen. Das geht doch auch nicht. Dann sind wir mal... so großzügig und spenden uns hier mal ein Redaway. Keine Lebensmittel. Aber wir haben doch den pochierten Angler hier zum Beispiel. Lecker. Und ja, es geht uns schon sehr viel besser erstmal. Durstig sind wir auch noch hier, das können wir eben hier noch machen. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ein einfaches Leben ist das nicht. Nein. Aber dafür habt ihr Sonne heute. Ist doch auch mal schön. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht es nämlich los, liebe Welt da draußen, zu unserer nächsten Siedlung, die wir dann auch bebauen wollen. Und wir haben uns da vor einigen Folgen ja schon mal Gedanken drüber gemacht. Und rein. Harte Arbeit, wie jeden Tag, immer das Gleiche. Und wie wir festgestellt haben, wäre die nächste Siedlung, die wir dann bebauen können, wenn wir uns an die Karte halten und schön von oben nach unten bauen, so rum, dann wäre die nächste Siedlung also der Kingsport Leuchtturm. Wobei ich sehr viel mehr Lust hätte, zum Beispiel in County Crossing was zu bauen. Ach, irgendwie auf den Kingsport-Leuchtturm habe ich gar keine große Lust. Aber die Lust kommt beim Bauen. Das kennen wir doch. Vielleicht sind wir da ja auch schon soweit fertig. Ich meine, ach, Nordhagen Beach, da ist auch noch so viel. Eigentlich sollten wir hier gleich das Gebäude sehen von der Abernethy Farm. Die Abernethy Farm haben wir ja soweit. Naja, fertig kann man eigentlich nicht sagen, aber das Gröbste.
ja, das Gröbste haben wir gebaut. Obendrauf soll noch so ein kleines niedliches Haus für den Bürgermeister, wenn man so will. Und ein Handelsplatz nach ganz oben, damit die Handelsplätze nicht immer zerstört werden, wenn es zu einem Angriff kommt. Was ja doch recht häufig vorkam in der Vergangenheit hier auf der Abernathy Farm, hat sich aber mittlerweile etwas gelegt. Ich würde ja ganz gerne mal gucken, aber die Siedlung, die ruckelt so stark. Ach komm, wir riskieren es mal. Ich würde nämlich ganz gerne mal wissen, wie wir das mit den Käfigen oben jetzt geregelt haben. Dass da jetzt gar keine Angriffe mehr kommen. Also ich glaube, wir haben sie einfach ignoriert. Oder haben wir sie einfach voll werden lassen? Haben wir alle Gunner und Raider eingefangen? Oder... wenn ich das so sehe. Ja, oder wir haben die Käfige einfach freigelassen. Kein Lockmittel reingepackt. Aber wenn ich das hier so sehe, dann denke ich mir, die oberen Etagen würden wir heute etwas hübscher hinbekommen. Das war damals, als der Wasteland Workshop ganz neu rausgekommen ist. Da hatten wir dann auf einmal diese Betonteile. Und wir hatten den Eindruck, ja, die Abernathy Farm wird jetzt gerade angegriffen, wie es sich anhört. Und wir hatten da so den Eindruck, dass diese Betonteile sich richtig, richtig gut setzen lassen. Da hatten wir aber noch nicht den Contraptions Workshop mit den Lagerhausstrukturen. Denn damit hätten wir mit Sicherheit hier sehr viel gebaut. Wobei ich finde, so, es soll ja wie ein ruiniertes Fabrikgebäude aussehen. Und ich finde hier vorne nach wie vor diese offene Seite, ja, das passt schon irgendwie. Also nach meinem Geschmack ist es schon gelungen. Und obendrauf, naja, es hat uns an Stahl gefehlt, deswegen konnten wir nicht weiterbauen. Zwei Ecken, glaube ich, müssten wir noch weiterbauen. Und dann war es ja irgendwann mal geplant, hier auf der Abernathy Farm auch noch einen Turm daneben zu setzen und das Ganze mit einer Brücke zu verbinden. Also jetzt da, wo wir hingucken, da hinter dem Haus, da sollte noch ein Turm hin. Und dann wollten wir das verbinden. Nun, das können wir leider im Moment nicht, da die Siedlung mittlerweile dermaßen am Ruckeln ist. Obwohl, jetzt geht's gerade, oder? Dass man da gar nicht mehr viel bauen kann. Hey, woher kommt das? Wenige würden mit einem Ghoul reisen. Wir müssen was unternehmen, damit diese Raider-Angriffe aufhören. Ja, da sind wir gerade hier. Brahmine, Brahmine, Brahmine. Auch hier haben wir schon etwas ausgedünnt, die Herde. Das waren ja doch sehr, sehr viel mehr Brahmine. Ich dachte, wir könnten dann irgendwas später daraus machen. Können wir gar nicht. Und auch das mit dem Erschießen aus der Ferne hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir gewünscht hätte. Oh, Cricket haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Ach, hier sind sie alle versammelt gerade. Doc Weathers ist da, Lucas Miller ist da, Cricket ist da und der gehört zum Inventar hier, ja? Nicht zugewiesen. Maiolo, König der Tiefe. Der ist aber schon lange da. Oh, hoppla. Der ist aber schon relativ lange hier zu Hause und der hat es ja ganz schön lange überstanden schon. 25? 25 Angriffe kamen schon von dieser Seite, bedeutet das. Ja, und von dieser Seite ebenfalls 25. Wer steht denn da draußen? Ist das ein Freund oder ein Feind? Das sieht aus wie unser Plünderer. Das ist unser Plünderer. Der plündert. Da draußen. Okay, im Moment steht er da. Aber normal sollte er plündern. Was haben wir denn noch hier Schönes? Moment, Moment, Moment. Lucy Abernathy. Ich habe schon gesehen, irgendwie sieht sie so anders aus als die anderen Siedler. Ja, auch wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja auch gleich ein bisschen was einkaufen. MK1 Geschütztürme sind hier und man hört schon oben, ja, es ist uns etwas in die Falle gegangen. 21 Angriffe kamen von hier drin und ich habe da auch irgendwo gerade einen Maiolo gehört, meine ich. Ja, liebe Welt da draußen, wir werden also hier erstmal uns aufhalten, ein bisschen Handel betreiben und vor allem oben mal gucken, wie es um unsere Käfige aussieht in der nächsten Folge. Diese Folge ist am Ende und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.